Wir sind in Bern und gehen zu Markus Henni. Wegen seiner schweren Lungenkrankheit war er vor gut 4 Jahren im Fenster zum Sonntag. Er ist hier von einer verbleibenden Lebenserwartung von 2 Jahren ausgegangen. Mein Name ist Markus Henni. Ich habe zystische Fibrose. Bei mir wird zähflüssiger Schleim produziert und die Organe verklebt, vor allem die Lungen, und so zu vielen Infektionen führt, zu Verklebungen und so die Organe langsam kaputt machen. Die Lungenfunktion ist heute bei 54%. Das ist ein bisschen schlechter oder 5% konkret schlechter als letztes Mal, wo es bei 59% war. Die Krankheit ist unheilbar. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt aktuell bei 40. Ich bin 38. Ich habe dort mal im Vorfeld von der Sendung einen Text über den Markus geschrieben, bei dem es darum gegangen ist, dass der Markus Henni mit dem ständigen Risiko lebt, dass seine Lunge oder ein anderes Organ versagt. Nur mit therapeutischer Schwerstarbeit kann er sich am Leben halten. Ein Leben im Wissen, dass jeder Atemzug zählt, dass es ein täglicher Kampf gegen einen plötzlichen Atemstillstand ist. Das alles war vor 4 Jahren. Wie geht es an Markus Henni heute und ganz aktuell? Ja, da müssen den Fuß operieren. Und jetzt muss ich hier ein bisschen den Stöck rumlaufen. Okay, aber geht es? Tipptopp. Sehr gut. Ja. Ja. Danke, dürfen wir zu dir kommen. Immer gern. Auf die Augen. Frage, wie es läuft. Ja, danke vielmals. Ja, wir. So. Nummer. Willkommen. Genau, Nummer rein da. Vielen Dank. Ja, merci. Merci Markus, dies die Hei. Ja, genau. Das ist unsere wunderschöne Maisonette-Wohnung hier in Bern, wo wir wohnen. Also meine Frau und unsere beiden Zwillingstöchter. Und jetzt ist aber Ruhe. Jetzt ist Ruhe, ja. Meine Frau ist am Arbeiten und die Kinder sind in der Schule. Erste Klasse. Genau. Cool. Du hast mir noch oder uns noch ein schönes Plätzchen vorbereitet. Ja, genau. Wenn wir hier rausgehen. Da draußen auf der Terrasse, diesem schönen Tag. Perfekt. Raus an die Sonne. Markus Henni vor 4 Jahren. Fenster zum Sonntag. Und jetzt dürfen wir bei dir sein. Sehr cool. Wie geht es dir heute? Wie geht es dir gesundheitlich? Gesundheitlich geht es mir sehr gut. Und das liegt daran, dass vor 2 Jahren ein neuartiges Medikament für CF auf den Markt kam. Das erste Medikament, das nicht nur Symptom behandelt, sondern Natursachen. Und das hat natürlich schon eine grosse Veränderung gebracht. Das ist ein riesen epochaler Meilenstein in der CF-Medizin. Das Medikament, hat das dein Leben verändert? Das hat mein Leben sehr verändert, weil schon kurz nachdem man die Tabletten genommen hat, hat man die ersten Veränderungen im Körper gemerkt, dass das Atmen schon besser geht. Und ja, es ist eine neue Lebensqualität. Also ich würde kurz zusammengefasst sagen, der Begriff Leben hat ganz eine neue Dimension bekommen. Was hat das mit deiner Lebenssituation, mit eurem Leben auch als Familie gemacht? Oder was ist in dieser Zeit gelaufen? Ganz viel, also schon das Organisatorische, also die Beziehung auch, mit der Partnerschaft. Also es verschiebt wie alles, weil ich bin viel mehr einsatzfähig, kann mehr Verantwortung übernehmen, bin weniger krank, weniger abrupt krank. Also das Spital ist in die weite Ferne gerückt. Und das mache ich jetzt eine neue Ausbildung, aktuell zum betrieblichen Mentor. Und ja, Sport bin ich, mein Körper ist fitter, dass ich Sport machen kann. Also Joggen ist eine neue Fähigkeit von mir. Natürlich im Tempo, aber ich genieße es extrem. Und das ist ein wahres Geschenk und die Veränderungen sind da. Es gibt auch eine Herausforderung. Am Anfang war das manchmal sehr herausfordernd für mich selber, zu realisieren, was kann ich jetzt machen, weil ich bald das Gefühl hatte, ja, jetzt liegt alles offen, jetzt kannst du Astronaut werden und die Gedanken gehen durch. Aber ich habe das dann selber auch im Umfeld gerichtet, also können anschauen und die positiven Änderungen auch nehmen. Im Einspieler bei Fenster zum Sonntag sieht man, wie man deine Lungenfunktion testet. Ist jetzt die
ist die konkret besser? Ja, die ist rund 15% hat sich die verbessert. Und das ist eben aufgrund von dem neuartigen Medikament, wo das Stück flüssige Sekret, das in meinem Körper produziert wird durch einen Gendefekt, verschwunden ist. Und das heisst, mein Körper ist zum ersten Mal im Leben entzündungsfrei. Und es gibt natürlich auch mehr Luft und auch mehr Kraft. Ich habe dir noch einen Gruß und eine Frage mitgebracht. Oh. Vom Rudi. Ja? Ja. Schauen wir uns doch die schnell an. Hi Markus, mich würde wahnsinnig interessieren, nebst vielem anderen natürlich, wie es jetzt dir gerade geht. Da würde mich interessieren, welches sind für dich die zwei grössten Ressourcenquellen im Umgang mit der Krankheit? Und haben sich die verändert seit dem Anfang? Ja. Die Frage von Rudi Josua, Moderator von «Fenster zum Sonntag». Ja. Ich glaube, die Ressourcenquelle ist nach wie vor die grösste, mein Glaube, der mich trägt, wo mir auch eine Hoffnung gibt, eben eine Zuversicht. Und zweit, sehr wichtig, eben, dass ich auch so kann zuversichtlich bleiben und engagiert und eben mutig und so. Das ist schon mein Umfeld, also die Familie. Es sind schon Kinder, die mir immer wieder zeigen, hey, da kommt auch eine echte Generation. Es lohnt sich auch für meine Kinder voll Power zu geben. Und das ist eine riesige Ressource. Es ist eine riesige Freude. Und ein Geschenk dürfen, eben Vater zu sein und dort drin noch so aufzublühen. Schaust du gerne noch führen in Zukunft? Was, was kommt ja über den Mann, der man immer gesagt hat, er kann 40 werden und typisch? 42. Typisch 42. Genau. Also, ich schaue gerne in die Zukunft, absolut. Ich habe eine grosse Zufriedenheit, Entspanntheit darüber. Aber leben tue ich vor allem im Hier und Jetzt und versuche, ja, auch das Beste daraus zu machen, aus dem, was jetzt ist, mit den Ressourcen, die ich eben zur Verfügung habe. Und das beschäftigt mich genug. Anstatt dass ich mich noch beschäftigen würde, was denn alles könnte sein oder wird sein. Und so. Aber da bin ich zuversichtlich und freue mich natürlich auch schon auf die nächste Ferien oder so. Sehr cool. Die wünsche ich dir jetzt schon, dass die schön werden. Und danke einfach, hast du mit uns, hast du uns das Update gegeben und haben wir hier bei dir in Bern zu Besuch sein. Merci vielmals für den Besuch. Danke.